lieber Wassermann und herzlich willkommen bei deiner Legung für den November 2023. Die Legung ist für dich, wenn du den Wassermann im Sonne, Mond, Aszendent und oder in der Venus hast und du kannst es natürlich auch für dein Gegenüber schauen. Und Zeit ist fließend, das heißt, es können Dinge bereits auf dich zutreffen oder auch verspätet in den November hinein. Und es ist natürlich eine Kollektivlegung, auch hier, es können Botschaften auf dich zutreffen, muss aber nicht. Sollte allerdings schon, da ich es ja direkt für die YouTube-Zuschauer ausgelegt habe. Ne? Und wir machen hier eine große Legung. So eine Legung kannst du auch persönlich bei mir buchen. Unten in der Infobox, wenn du auf mehr Ansehen klickst, findest du alle Informationen. Genau. Für die Wassermänner durfte ich hier Tigerauge nehmen. Ein sehr schöner Glücksstein, Manifestationsstein. Ich mag den sehr. Wir schauen mal, was das auch mit der Legung zu tun hat. Ne? Meistens hängt das nämlich auch zusammen. Okay. Wir haben bei dir hier im November so ein bisschen Rückzugsenergie angezeigt, auch gerade in Bezug zu Partnerschaften, du drehst dich da auch so ein bisschen weg, ne? So ein bisschen so eine, wie so eine Angepisstheit kriege ich auch rein, so, oh, hab jetzt keine Lust mehr, geht mir alles auf den Keks, das ist erstmal so das, was ich so ein bisschen reinkriege, ja. Wir können ja auch familiäre Themen haben, da kann ein bisschen eine Unruhe drin sein, vielleicht auch mit einer männlichen Person aus der Familie kann da so ein bisschen eine Unruhe sein, für die einen oder anderen ist da einfach auch in der inneren Harmonie, sag ich mal, eine Unruhe drin, ja, vielleicht verursacht auch hier durch einen Ex-Partner, Ex-Partnerin, ja, oder gegebenenfalls auch durch den anderen Herzensmenschen, ja, genau, okay. Ja, wir haben bei dir schon, du möchtest schon eine verbindliche Liebe auch leben, aber dennoch sind hier immer noch Ängste da, ja, also du hast auch so ein bisschen, du möchtest es schon, gleichzeitig hast du aber auch Angst, dich da auf was Festes so richtig einzulassen und dich so richtig zu binden, ne, also das liegt hier auch so mit drin. Okay, aber du hast halt auch Angst, was zu verlieren, zu verpassen. Also es ist so eine sehr starke, zwiespältige Energie drin. Im Außen haben wir hier noch Ängste, Rückzug und Ängste angezeigt und auch hier, dass man Entscheidungen treffen darf und soll, um für sich in die eigene Stabilität zu kommen. Ja? Im Zentrum geht es hier wirklich um Vertrauen. Kann auch sein, dass du eben Freunde hast, die dir eben auch helfen, da wirklich weiter in deinen Seelenfrieden zu bleiben. Also versuch dich nicht zu doll vom Außen zu beunruhigen zu lassen. Ja? Versuch da immer wieder zu dir zurückzufinden. Bei deinem Gegenüber haben wir hier Einladungen, Nachrichten im Kopf drin zu liegen. Aber da liegt auch so ein bisschen das Konfliktpotenzial. Vielleicht ist auch der innere Konflikt. Schauen wir mal, ne, wie es da, was da so angezeigt ist. Also irgendwas liegt da im Zwiespalt, im Konflikt drin. Wir fahren jetzt erstmal dich lang. Wir haben bei dir hier die Blockade von, wie gesagt, dieser inneren Harmonie. Auch so ein bisschen deine Selbstliebe leidet auch so ein bisschen darunter. Ne? Und da haben wir deswegen auch diesen Konflikt. Vielleicht denkst du, oh, ich bin nicht gut genug. Vielleicht gibt es da auch eine andere Person, wie auch immer. Ne? Das kann natürlich auch sein. Und deswegen bestehst du auch so ein bisschen im Konflikt mit deinen Gefühlen. Ja? Auch hier wieder eben angezeigt, vielleicht gibt es da jemand anderes, es zieht sich alles. Vielleicht ist da auch noch was mit der Ex-Partner, Ex-Partnerin, wie auch immer. Hast du vielleicht das Gefühl, dass er oder sie da sehr dran festhält, ja, an irgendwelchen alten Sachen. Es geht aber darum, dass du deinen Raum einnimmst und deine Grenzen und auch zu deinen Grenzen stehst, ja. Denn das ist hier von oben so geführt, da wirst du geprüft von deinem Gegenüber, egal ob Mann oder Frau, ja. Wir haben hier noch das Glück im Geheimen sozusagen drin zu liegen, deswegen hier auch das Misstrauen, also er oder sie, also dein Gegenüber, weiß auch noch nicht so genau, wo geht hier die Reise hin. Vielleicht sind hier auch so ein bisschen Unehrlichkeiten in der Kommunikation. Also irgendwas, was da so ein bisschen wie an, sie zeigen mir so ein Bild, so aneinander vorbei, huscht, rutscht, ja. Genau. Und da haben wir hier auch eben das große Glück angezeigt und dass man sich dem auch öffnen darf und soll. Ne? Das kriege ich aber eher bei deinem Gegenüber, wie gesagt, rein. Sich hier wirklich dieser Tiefe auch zu öffnen. Und daraus resultieren dann eben auch die Entscheidungen, die getroffen werden, hier vielleicht eben eine Einladung auszusprechen, vielleicht auch zu dir hinzureisen, hier wirklich eine stabile Partnerschaft auch eingehen zu wollen, ja. Aber dazu müssen hier halt gewisse Dinge noch entfernt werden. Vielleicht ist er oder sie noch anderweitig gebunden oder hat hier halt noch Themen mit der Ex-Partner, Ex-Partnerin, wie auch immer, da ist jedenfalls noch irgendwas drin, was halt noch geklärt werden darf, ja. Und wenn das aber geschieht, kommt hier eine Veränderung rein. Dann haben wir hier aber immer noch so ein bisschen das Ungleichgewicht zwischen Kopf und Herz drin zu liegen, weil wir ja hier noch die Ängste haben, die halt noch geheilt werden dürfen zu dir hin. Also ihr beide habt so ein bisschen Angst davor, verletzt zu werden, Angst davor, sich festzubinden, Angst davor, dann das aber auch verlieren zu können, wenn man sich festbindet. Also das habt ihr beide so drin, deswegen ist es so ein bisschen so ja, aneinander herumgetänzle, sag ich mal, und so ein Hin und Her, so eine Push-and-Pull-Dynamik drin, ja. Genau.
Und das heißt, dass ihr da beide noch so ein bisschen, eben bei dir geht es darum, dass du deine Grenzen klar mitteilst und da auch dran bleibst, weil das würde ich dann gegenüber hier prüfen, ne? Und dadurch kann er oder sie sich auch so ein bisschen besser orientieren und muss dann eben auch gewisse Schritte gehen, ja? Okay. Genau, ich schaue mal kurz deine Spiegelung. Hier sind auch noch Blockaden, die nochmal hochkommen im November, ne? Also im November ist schon ein bisschen eine Unruhe drin, aber das ist ja nicht schlimm dadurch, wenn du das bearbeitest und dich dem auch hingibst, ja? Dann kann das ja, haben wir ja gesehen, ist ja das Potenzial da, dass da eine Veränderung in dieser Dynamik reinkommt, ja? Okay, dann schauen wir einmal, die Liebe liegt hier aktuell noch in der Belastung drin, ne? Auch hier die Liebe im Haus der Wolken zwischen Kopf und Verstand, ne? Wie gesagt, du möchtest hier schon eine feste Liebe leben. Wir haben ja auch eine karmische Liebe. Hier sind halt karmische Verstrickungen, Lernaufgaben, die man miteinander hat. Ja, es geht hier aber darum, auch liebevoll zu kommunizieren. Ja, auch das ist wichtig. Und wenn wir auch die Liebe spiegeln, dann hängt die ja zusammen mit der Partnerschaft, aber trotzdem immer noch dieser Konflikt. Es ist immer noch dieser Konflikt da, weil, naja, ich habe ja diese Erfahrung gemacht und dies und das und es ist jetzt ein, das kenne ich so nicht und das ist jetzt ein ungewohntes Muster, da gehe ich aus meiner Komfortzone heraus, ne? Genau. So, zum Thema Partnerschaft, wie gesagt, wir haben hier eine stabile Partnerschaft drin zu liegen, generell. Hier noch drin zu liegen, dass hier noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, aber auch hier die starke Verbindung, die Gefühle, die da sind, auch dieses Vertrauen, auch die Anziehung zueinander, dass man das Gefühl hat, man kennt sich wie irgendwie schon länger oder so, ne? Das liegt hier auch drin. So, wenn wir zum Thema Arbeit schauen, dann haben wir hier schon so an sich das. Okay, also ich kriege hier so ein bisschen so eine, vielleicht wird nach außen dargestellt, das ist jetzt hier mein toller Job, ist alles toll, aber eigentlich ist man nicht so happy, ne? Weil so an sich, nach außen hin ist hier schon das Glück. Es kann auch sein, dass du für dich vielleicht beworben hast, dann kommt nach außen hin vielleicht ein toller Job auf dich zu, sei da ein bisschen vorsichtig, also prüf da genau, ob dir da nicht irgendwas versprochen wird, was da nicht eingehalten wird. So rum kann es nämlich auch sein bei den einen oder anderen. Genau, wenn wir die Fische als die Finanzen nehmen, dann haben wir hier so ein bisschen die Verwicklung drin zu liegen, aber hier in Briefe, die reinkommen, wo hier wieder Geld reinfließt mit einer positiven Überraschung. Ne? Also das haben wir hier so drin zu liegen. Genau. Okay. Dann machen wir weiter mit den Tarotkarten. So, was ist hier noch für die Wassermänner? Jetzt muss ich das hier, sonst kippt das hier wieder um. Was ist hier noch für die Wassermänner im November 2023 noch wichtig? Was darf ich hier weitergeben? Was ist hier für die Wassermänner im November 2023 noch wichtig? Wie ist da die Energie für die Wassermänner im November 2023? Genau, also wir haben hier wirklich auch wieder diese Rückzugsenergie angezeigt. Und dass darin tatsächlich dadurch, dass du vielleicht gar nicht mehr, vielleicht warst du mal sehr aktiv und hast aktiv alles angestoßen und ich mache und so. Und da darfst du aussteigen. Ne? Du darfst jetzt mehr in dieses Empfangen gehen. Ja? Du darfst dich hier zurückziehen und gerade in den Rückzug ist hier auch Bewegung drin. Ja? Auch gerade auf erdlicher Ebene, da kommt dann auch die Fülle auf dich zu, ne? Weil du dann nämlich in deiner Kraft bist. Ja? Du bist ganz bei dir, du hast dein inneres Feuer und da hast du auch die Verbundenheit zu deinem höheren Selbst auch da. Ja, und dadurch bist du auch gefühlt, du bist intuitiver. Also es geht bei dir darum, dich wirklich bewusst zurückzuziehen, gerade wenn du immer eben in diesen ich mache und tue und ich mache das schon, ich kümmere mich schon, da mal wirklich auszusteigen, ja, und das mal abzugeben, die Kontrolle auch abzugeben. So, was ist hier noch für die Wassermänner wichtig? Bist hier, ne, wie Phönix aus der Asche. Es geht hier um Verwandlung. Du darfst jetzt hier mal ganz neue Sachen ausprobieren auch, ne, um hier neue Wege zu gehen. Dann haben wir hier nämlich auch den Übergang drin zu liegen und dass sich hier eben auch deine Träume manifestieren. Ja, auch du darfst hier deine Träume leben. So, dann schauen wir noch, was hier die Bestimmung ist für die Wassermänner im November 2023. Wassermann November 2023.
Erwecke die Kriegerin im Licht in dir, sie steht für deine Balance. Sie behütet dich auf all deinen Wegen. Ja, also wir haben natürlich auch bist ja hier auch eine starke Person, und somit auch eine kriegerische Energie, ne? Aber wie gesagt, es geht darum, dass du da so eine innere Balance findest, ne? Das passt auch wieder zu diesem immer, ich mache schon, ich kümmere mich, ne? Dass du da auch eben mal andere machen lässt. Und als Priesterin empfängst du Botschaften im Schlaf. Du bist ein Medium und jede Nacht in Kontakt mit anderen Dimensionen. Also auch du empfängst die Botschaften. Eigentlich empfängt jeder Botschaften. Nur manche sind dafür halt mehr geöffnet sozusagen. Und du hast da eben auch eine Gabe dafür diesbezüglich, ja? Genau. Gut, du lieber Wassermann, wenn du möchtest, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren. Gerne auch dem Video einen Daumen nach oben geben. Und oder ein Emoji in die Kommentare packen, wenn du möchtest. Das ist eine schöne Wertschätzung für mich. Dadurch wird der Algorithmus angekurbelt bei YouTube und ich darf anderen auch weiterhelfen durch die Monate und ihnen sagen, wie die Energie ist und was eben auch dahinter steckt, ne? Weil ich mache das ja vom Herzen aus gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal, lieber Wassermann. Bis dann!